Hallo, herzlich willkommen zu unserem Webcast Mobiler Mittelstand. Jederzeit mit jedem Device und überall sicher arbeiten. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich. Und für diejenigen, die online mit dabei sind und ein Problem haben sollten, wir haben unten rechts diesen Button, wir sind online. Da könnt ihr grundsätzlich eure Probleme melden. Der Support wird euch dann entsprechend unterstützen. Fragen werden wir im Anschluss beantworten. Da werden wir eine kurze Zeitspanne noch drin haben und gehen dann natürlich entsprechend auf die Fragen ein. Wir werden uns heute über das mobile Arbeiten unterhalten. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Wo geht die Reise hin? Wir werden euch dann kurz das Big Picture zeigen mit den Hybridtechnologien, wie die Aptis GmbH arbeitet, wie wir in der IT die Kontrolle behalten, also Identity Management, Endgeräteabsicherung, wie geht das Ganze mit der Cloud, was hat man da für Möglichkeiten und natürlich Kernanwendungen, die ja nach wie vor on-premise arbeiten, was gibt es da für Lösungen, was kann man da machen. Da werden wir kurz auf Dinge eingehen, wie zum Beispiel EMS, MFA oder Azure RMS und natürlich, ganz klar, Vertrauen ist gut, Kontrolle grundsätzlich immer besser. Monitoring und Policies, was haben wir denn da für Möglichkeiten? Mein Name ist Daniel Fuderer, ich bin CTO bei der Firma Aptis und ich habe meinen Kollegen dabei, den Herrn Matthias Kirchenbauer, der hier einen Großteil dieser Folien präsentiert und ein bisschen drauf eingeht. Genau, kurz zu meiner Person noch. Ich bin eigentlich jemand, der aus dem IT-Infrastrukturbereich aus dem Microsoft-Umfeld kommt. Hier hat sich in der vergangenen Zeit ziemlich viel getan. Wir denken immer an unser Rechenzentrum, On-Premise, unser Active Directory, unsere Exchange-Server. Und was wir im Portfolio haben seit längerer Zeit schon, sind eben Cloud-Technologien oder in dem Fall Hybrid-Technologien. Teil des Webcasts heute geht genau um dieses Thema. Wie kann man das Ganze sinnvoll verbinden? Und ich möchte mit einem kleinen Überflug starten. Wie ist denn eigentlich das Thema Mobilität? Stand jetzt da? Wie ist es vielleicht schon seit einiger Zeit? Und ich habe dazu ein bisschen was mitgebracht. Ein paar Zahlen aus einer Forrester-Umfrage von 2014, schon ein bisschen älter. Man kann sich aber vorstellen, wie die Zahlen sich entwickelt haben. Die Zahlen drehen sich grundsätzlich um der Information Worker. Information Worker sind Personen, ja, wie Daniel und ich. Wir sind heute hier, morgen dort. Wir sind mal beim Partner, beim Lieferanten, mal bei einem Kunden. Dann sind wir wieder im Hotel unterwegs und dann wieder im Büro. Und genau darum geht es, dass ja, diese Information Workers viel unterwegs sind, sehr mobil sind. 37% dieser sogenannten Information Workers arbeiten an drei Arbeitsstätten im Durchschnitt und benutzen dabei etwa, naja, im Durchschnitt drei Geräte. Wir sind hier, wir haben jeder ein Gerät dabei, zwei Geräte dabei, Tablets haben wir in Taschen. Wir sind da keine Einzelbeispiele, 53% der Information Workers arbeiten mit vielen verschiedenen Geräten und benutzen dabei Apps beliebiger Art, seien das Mail-Apps, seien das die Office-Mobile-Apps, seien das Navigations-Apps, sei das ein Wunderlist oder ähnliches. 82% der Information Workers benutzen das. Die Arbeitszeit ist ähnlich flexibel, sage ich mal, wie der Arbeitsort geworden. Sieht man daran, da werden sich ganz viele selbst bei erwischen. Etwa die Hälfte, über die Hälfte der Information Workers senden ihre ersten E-Mails schon, bevor sie überhaupt im Büro oder an ihrer Arbeitsstätte sind. Drei Viertel machen später Feierabend oder machen zu Hause erst Feierabend. Die machen noch ihre E-Mails, wenn sie eben schon zu Hause angekommen sind und finden dort dann einen Abschluss des Tages. Und wie gesagt, Zahlen von 2014, es wird sich noch deutlich drastischer geändert haben. 343 Millionen Bring-Your-Own-Device-Geräte wurden zu diesem Zeitpunkt gezählt. Tendenz natürlich klar steigend und das Ganze muss in irgendeiner Art ja kombiniert werden, in die Infrastruktur integriert werden und sind eben Teil des mobilen Arbeitens geworden schon. Was ist modernes Arbeiten? Dinge, die uns in den vergangenen Jahren schon aufgefallen sind oder vielen Kunden wahrscheinlich auch aufgefallen sind, die Mentalität, ich möchte meinen Job machen. Ich möchte einfach meine Aufgaben erledigen können und da möglichst wenig gehemmt werden durch den Faktor IT tatsächlich. Und da gibt es oft einen Weg, den man wählt. Das ist Schatten-IT. Schatten-IT
Was ist das? Das ist nicht von der IT kontrollierte IT, wie beispielsweise, naja, ich habe schon auf den Beispielen gesehen, Leute sind unterwegs, nutzen private Cloud-Speicher, à la Dropbox, à la OneDrive, auf ihren mobilen Geräten, teilen damit Informationen mit Kunden, mit Partnern in Bereichen, die einfach nicht mehr von der IT kontrolliert sind, sondern etwas, das im Prinzip aus dem Fugen gerät, das wir nicht so richtig kontrollieren können. Oder der Mailfilter ist zu restriktiv. Was passiert? Ich lasse mir eben dann Firmendaten, Unternehmensdaten auf meine Privatadresse schicken, damit ich schneller meinen Job machen kann, damit ich einfach tun kann, was ich nur mal tun soll, weil es Teil meiner Aufgabe ist. Jetzt kommt die IT, ganz klassisch, und weiß das ja im Grunde oder nimmt es im Grunde für voll und implementiert Lösungen, die, naja, Dinge sperren, die Dinge verbieten, die Dinge nicht mehr möglich machen aus technischer Sicht an bestimmten Orten. Das ist das typische Thema, ich mache Firewalls, ich stelle Firewalls hin, ich baue Proxys auf, ich filtere jede URL, ich filtere nach Diensten, ich baue mir App-Controls ein mit dem Effekt eben, dass ich an bestimmten Orten, meistens innerhalb der eigenen vier Wände, bestimmte Dienste nicht mehr nutzen kann. Also ich hemme den User, seine Arbeit zu erledigen. Es hat ein paar negative Effekte, das Ganze. Produktiv ist man in diesem Bereich nicht mehr unbedingt. Man verliert einfach ein bisschen die Lust, das zu arbeiten, die Lust, Gas zu geben, die Lust, seinen Job zu erledigen und ist trotzdem immer dabei, da wieder neue Lösungen zu finden, wie man eben doch seine Arbeit tun kann. Administrativ, es ist der Horror, wenn man jetzt hat man den Cloud-Speicher, der wird gesperrt, dann ist der nächste da, dann kommt die nächste URL, dann ist der Webmailer, der gesperrt wird. Die IT hinkt immer hinterher. Und ja, die nächste Lösung kommt, der Benutzer ist erfinderisch, dann geht es eben diesmal über einen USB-Stick, den man auf dem Parkplatz liegen lässt. Das ist traditionell, das ist aber das, was getan wird, um die IT etwas abzusichern, das traditionelle Modell. Das bedeutet ja, die traditionelle IT muss sich wandeln. Das heißt, wir haben momentan ja so ein Wandeln innerhalb der Data Center und die traditionelle IT muss sich wandeln in einen Dienstleister. In diese Richtung geht das Ganze. Genau. Moderne IT-Abteilungen, ja, neben sportlicher im Grunde, wissen das Ganze, nutzen das Ganze. Ich meine, was Cloud-Speicher, öffentliche Cloud-Speicher sind eine wunderbare Geschichte. Kann man schön für Produktivität nutzen, wenn es die Firma kontrollieren kann. Wenn die moderne IT die Tools bereitstellt, die Leute sowieso nutzen, mit schlauen Mailfiltern, Cloud-Speichern, und regulieren, statt einfach nur Dinge zu blockieren, da kann das Ganze sehr viel produktiver werden und trotzdem nicht weniger sicher werden. Hier ist der Kern, Informationen zu schützen, das Bewusstsein zu haben, nicht alles abzuriegeln, nicht die Geräte abzuriegeln, nicht die Firewalls abzuriegeln, sondern dafür zu sorgen, dass das, was eigentlich das Schützenswerte ist an diesen Geräten, und zwar die Informationen, die das Unternehmen hat, womit das Unternehmen das Geld verdient, die geschützt werden. Es ist ja momentan so, dass die Benutzer ihre Arbeitsweise ändern. Also es ist inzwischen so, dass sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, jetzt gerade bei der Aptis, wenn wir mal uns als Beispiel nehmen, die arbeiten nach Feierabend. Die haben ihre E-Mails auf dem Handy, die sind viel bei Kunden unterwegs. 3/4 von unseren Kolleginnen und Kollegen sind unterwegs, und zwar tagtäglich. Wir haben alles Information Workers, sei es Vertrieb, sei es klassisches Consulting. Und der Need ist trotzdem da, an die Informationen dran zu kommen. Heutzutage ganz klar, je schneller und agiler ein Unternehmen arbeitet, umso flexibler und umso erfolgreicher ist dieses Unternehmen. Und wir haben das bei uns gemerkt, schon vor einigen Jahren, und haben Mechanismen implementiert, um hierbei zu unterstützen. Und zwar so zu unterstützen, dass wir das, was der einzelne Mitarbeiter tut, entsprechend kontrollieren, aber ihn nicht einschränken. Wir haben ganz klar die Anforderung, unsere Kolleginnen und Kollegen müssen mobil arbeiten können. Ein Consultant oder einer aus dem Vertrieb muss jederzeit auf die notwendigen Informationen zurückgreifen können. Das muss flexibel sein, das darf nicht einschränken. Und die Voraussetzung, die wir natürlich haben, ist, es muss sicher sein.
Wir sind dann vor einigen Jahren hingegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen hier Lösungen, die nicht hemmen, und sind dann eben mit unserer Infrastruktur näher an die Cloud gerutscht. Und hier haben wir dann den Ansatz Hybrid Cloud gewählt. Ja, was wir hier auf der Folie haben, auf dem Bild haben, ist das Bild, das AMD Microsoft schon seit längerer Zeit immer wieder präsentiert. Es war ja einige Zeit lang, als Office 365 und Azure überhaupt gelauncht worden sind, war ja der Ansatz oder das, was vermittelt worden ist, ihr müsst alles in die Public Cloud legen, jeden Dienst in die Public Cloud legen. Ist nur was, das speziell bei uns in Deutschland sehr wenig gefruchtet hat. Strategisch ist man in eine andere Richtung gegangen, Hybrid Cloud, weil es ist nun mal so, man hat viel zu Hause, man hat viel im eigenen Rechenzentrum und kann nicht alles kurzerhand rauslegen. Und vielmehr, wir sind es in einem Modell, wo die Dienste inzwischen so gestrickt sind, dass ja, man im Grunde die völlige Flexibilität hat, welchen Dienst man wohin legt. Sei es jetzt die On-Premises-Cloud, also das eigene Rechenzentrum, sei es die Microsoft Public Cloud mit Azure oder Office 365 oder zuletzt ein Service Provider, das heißt der unabhängige Rechenzentrumbetreiber, wie wir selbst einer sind, um dort Dienste bereitzustellen. Also die Idee ist, Dienste dorthin bringen, wo sie am meisten sinnvoll sind. Und das ist das, was auch wir für uns selbst nutzen. Das heißt, wir haben On-Premises im eigenen Rechenzentrum viele unserer Kernanwendungen am Laufen, Line-of-Business-Applications, unser ERP-System, unser CRM, diverse Tools drumherum, File- und Print-Services, das sind Dinge, die nicht so einfach in eine Cloud transportierbar sind, die eben dort belassen worden sind. Das sind klassische Beispiele dafür. Vor allem geht's ja auch nicht darum, bei dieser Hybridlösung, dass alle Informationen in die Cloud gelegt werden, sondern es geht ja hier darum, dass der Service dort bereitgestellt wird, wo er am sinnvollsten ist. Und jetzt gerade File-Services, Print-Services, die in die Cloud zu legen, das setzt sehr, sehr schnelle Leitungen voraus. Das wissen wir alle, dass wir das nicht überall flächendeckend haben. Und eine Line-of-Business-Anwendung wirklich in der Cloud zu betreiben, das geht mit vielen Dingen nicht. Also wichtig ist hierbei, wir legen den Service dorthin, wo es sinnvoll ist, und lassen die Information dort, wo wir sie gerne hätten. Ja, gut, in vielen Fällen ist es der Art der Anwendung selbst geschuldet. Also was On-Premise ist, sind typischerweise sogenannte monolithische Anwendungen. Also Anwendungen, die nur auf zum Beispiel einem Windows-Server oder einem Linux-Server laufen, also auf einer VM laufen, wo die Infrastruktur als solche, in der Infrastruktur as a Service-Dienst an sich noch 1:1 gebraucht wird. Das ist nicht für alle das kostengünstigste Modell. Also Anwendungen, die für die Cloud gemacht worden sind, die kann man ohne weitere Probleme, ohne weitere Schwierigkeiten rausgeben in eine Public Cloud oder Service Provider Cloud. Aber alles, was die VM erfordert, ist in vielen Fällen noch zu Hause im eigenen Rechenzentrum. Gut, das ist On-Premises. Service Provider, wie machen wir es? Wie könnte man es tun? Eine Disaster Recovery Site beispielsweise zu verwenden. Das heißt, wir haben eine gespiegelte Infrastruktur und ja, falls irgendwas passiert mit unserem Hauptrechenzentrum, switcht alles rüber ans andere Rechenzentrum, das wir ebenfalls betreiben und Kundenumgebung genauso mit da drin betreiben. Wir haben hier einige Services entwickelt, gerade im Bereich Disaster Recovery. Hier ist es beispielsweise möglich, dass das Backup entsprechend ausgelagert wird zum Service Provider, sodass eben im K-Fall wirklich noch ein Backup vorliegt und innerhalb kürzester Zeit eben die Site bei uns hochgefahren werden kann. Und da bleibt die Microsoft Public Cloud. Da haben wir unseren kompletten Exchange, Office 365-Bereich, SharePoint-Bereich komplett reingelagert. Das ist technisch eine relativ einfache Geschichte geworden inzwischen. Da gibt es viele Tools, die einem das Ganze ermöglichen. Das heißt, alles, was wir oder viel von dem, was wir mobil konsumieren und gerade der Bereich Kommunikation, Kollaboration, der ist in der Microsoft Public Cloud inklusive mit einigen Azure-Diensten, die wir dran haben. Guter Schwerpunkt auf Informationsschutz, da sehen wir nachher ein paar Dinge zu. Und auf den Geräteschutz. Der Vorteil beim Nutzen von diesen Office 365 Services ist, dass ich
mich nicht mehr um das System an sich kümmern muss. Das heißt, ich habe keinen Patch-Aufwand mehr, ich habe keinen Verwaltungsaufwand mehr, ich nutze den Service. Und das ist natürlich gerade für die Administratoren eine sehr gute Entlastung und ist natürlich auch entsprechend freundlich fürs Budget. Das muss man natürlich auch sehen. Man hat ein funktionierendes HA-System, das man eben weltweit nutzen kann. Genau. Kann man später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, auf das Thema Service an sich, was es zu bedeuten hat. Im Grunde geht es aber dennoch darum, ich möchte einfach nur Dinge konsumieren. Unternehmen möchte einfach nur Anwendungen konsumieren. IT ist ja kein Selbstzweck, der ist nicht dazu da, damit man IT betreibt, sondern ist dazu da, damit man Dinge nutzt oder Produktivität fördern kann. Und durch Dinge wie ein Exchange Online, da denken wir uns einfach mal Exchange Server weg. Das ist, was bleibt? Es bleibt ein Postfach. Mit 50 GB Kapazität und sämtliche Zusammenarbeitsfunktionalitäten, die ich im klassischen Exchange auch habe. Allein der Bereich Exchange. Ich muss nur nicht meine Exchange-Server-Farm haben, pflegen, patchen, verwalten, troubleshooten, sondern nutze es einfach. Es ist ein Service. Es geht darum, dass die Postfach-Funktionalität da ist. Und der Exchange-Server on-premise bietet relativ wenig Mehrwert. Ich meine, ob ich jetzt ein Postfach nutze mit allen Funktionen, die mir ein Exchange bietet, dafür aber keine Verwaltungstätigkeiten mehr habe mit dem Exchange-Server, ist natürlich hier ein Riesenmehrwert. Ähnliches Beispiel Skype for Business, also Instant Messaging, Webconferencing, Tool, das wir im Einsatz haben, das die Microsoft Online anbietet. Es ist irrsinnig komplex, es ist sehr komplex, eine eigene Skype for Business-Infrastruktur on-premise zu betreiben. Da sprechen wir in Szenarien, das kleinste, damit das Ganze sinnvoll und auch mit Partnern zusammen funktioniert, von mindestens 6 Servern in verschiedenen Sicherheitszonen in der Firewall, relativ komplexem Reverse-Proxying, das dafür gebraucht wird, während bei im Cloud-Service ist es einfach da, man bucht sich ein, setzt seine 3 Haken und es ist verfügbar. SharePoint, ein ganz ähnliches Szenario, gute Geschichte zum Zusammenarbeiten, zum Kollaborieren, um gemeinsam gleichzeitig an Dokumenten zu arbeiten ist einfach als Ersatz oder Erweiterung zu den herkömmlichen File-Services zu nutzen. Und zu guter Letzt OneDrive for Business, was in unserem Szenario die Home-Laufwerke, die File-Server-Abhängigkeit komplett abgelöst hat, damit wir mobil arbeiten können mit unseren Geräten, die wir nun mal haben. Wir haben unsere Dokumente, die persönlichen Dokumente, jeder seine einzelnen, immer bei sich dabei und immer voll im Zugriff. Und gerade in der Kombination bietet das natürlich einen sehr großen Mehrwert. Jetzt gerade OneDrive for Business, zusammenarbeiten ist dann natürlich ein Punkt. Wir können gleichzeitig an einem Konzept beispielsweise arbeiten. Wir öffnen die beide in Word und dann kann ich sogar nachvollziehen, was der Kollege im selben Moment tippt. Das ist natürlich etwas, was das Zusammenarbeiten dann in dem Moment stark erleichtert. Und man hat einfach Zugriff. Ja, selbst diese Präsentation ist so entstanden. Richtig. Wir gehen weiter ins nächste Thema. Und zwar, wenn ich auf Cloud-Dienste zugreifen will, dann werde ich mich wohl irgendwie authentifizieren müssen an diesen Cloud-Services. Klar, zu Hause habe ich mein Active Directory, mein Windows-Konto und arbeite mit dem. Was passiert im Zeitalter der Digitalisierung? Ich nutze Dienste, jeden Tag ein bisschen mehr Dienste. Hier kommt ein bisschen was dazu, da kommt ein bisschen was dazu. Und ich habe irgendwann eine kleine Schwierigkeit mit meinen unzählig vielen Konten, die ich habe, da noch einen Überblick zu bewahren. Das heißt, dass der Durchschnittsanwender, die Zahl ist mal korrigiert worden, 4 bis 7 Kennwörter maximal hat, für aber eine deutlich höhere Menge von Diensten, die er verwendet. Wie wir es hier im Beispiel haben, wir sind in unsere Bankanwendung, unsere Social Network Anmeldungen, sonstige Netzwerke, eBay habe ich sicher irgendwas und ich verwende für all das, auch für im privaten Umfeld, 4 bis 7 Kennwörter im Schnitt eben. Und das hat natürlich eine kleine Herausforderung, wenn ich immer mehr Konten und trotzdem nicht gleich viele Kennwörter habe. Und zwar haben wir hier den Bad Guy, der die unsicherste dieser Stellen angreift. Ich kann mich daran erinnern, das war vor etwa 2 Jahren, da ist bei eBay, ich meine, jeder Mensch hat ein eBay-Konto, bei eBay ist die Anmeldedatenbank abhanden gekommen. Und was ist passiert? Jeder wurde aufgefordert, sein Kennwort zu ändern. Was jeder gemacht hat, damit war das eBay-Konto an sich wieder sicher. So,
Jetzt ein Problem, wenn der böse Kerl hier mein eBay-Passwort im Klartext hat, kann er das wahrscheinlich sogar bei Facebook verwenden im ungünstigen Fall, oder? Im noch ungünstigeren Fall in unserem Szenario hier, um sich in der Firma selbst anmelden zu können. Das heißt, diese wuchernde Anzahl der Identitäten, die ich habe, müssen wir im Grunde wieder ein bisschen einschränken, damit das Ganze wieder sicherer werden kann überhaupt. Und was hier ins Spiel kommt für Cloud-Anwendungen an sich, ist etwas, das die Microsoft anbietet, Azure Active Directory, was im Grunde ja, die Cloud-Seite, die cloudseitige Erweiterung des eigenen Active Directories ist, die zentrale Anmeldedatenbank, die ja, Benutzer enthält, wie im klassischen Active Directory auch, und naja, Geräte auch enthalten kann, Windows 10 Geräte enthalten kann, die auch als Anmeldefaktor verwendet werden können, um damit auf ja, Cloud-Dienste zuzugreifen. Cloud Directory für Cloud-Services, wie ein Mobile Device Management, für ein Rights Management oder ein Office 365 eben an sich. Warum zeige ich das? Warum sage ich das? Das hat eine ganz große Analogie, einen sehr großen Vergleich zum klassischen Active Directory, das wir haben, weil das ist auch eine Anmeldedatenbank mit meinem Konto drin, mit vielleicht noch meinem Gerät drin. Und was tue ich damit? Letzten Endes melde ich mich damit an dem Dienst an, den ich nutzen will. Studien belegen ja auch, dass es besser ist, ein sicheres Kennwort zu haben, als x unterschiedliche Kennwörter, die dann unsicher werden. Weil normalerweise, oder was passiert, man ändert das Kennwort, wenn man viele, viele davon hat, und hängt dann einfach noch eine Zahl hinten dran. Es gibt ja so typische Dinge. Oder Sonderzeichen. Genau, oder Sonderzeichen. Da sind ja O und 0 und A und Et, sind da immer prädestiniert, um die miteinander zu vertauschen. Das sind aber gängige Vorgehensweisen, und die Hacker, die Bad Guys, haben sich da inzwischen schon drauf eingestellt. Und was ich jetzt eben machen kann, ich bin in der Lage, einen Verzeichnisdienst zu nutzen, auf den ich mir ein sicheres Kennwort setze und dieses eben noch entsprechend absichere. Genau, ein Beispiel dazu sehen wir ein bisschen später. Was die Microsoft anbietet, ist ja, Azure Active Directory in Kombination mit einer Identity Federation über ADFS zum eigenen Anmeldediensten. Klang jetzt gerade kompliziert, was ist das Ganze vereinfacht ausgedrückt? Ich kann meine normale Active Directory Anmeldung, meine eigene ID, die ich eh schon habe, die mir das Unternehmen vor Jahren bereitgestellt hat, die genau dieselbe kann ich verwenden, um mich an Office 365 oder allgemein Microsoft Cloud-Diensten und noch vielen weiteren Cloud-Diensten anzumelden. Was hier in technischer Weise passiert, ist, ja, wenn ich mein Office 365 Portal offen habe, meinen Outlook offen habe oder ähnliches und mich an den Dienst anmelden möchte, technischerseits, ich werde umgeleitet auf den eigenen Anmeldeserver, auf einen ADFS-Server, der die Authentifizierung für mich im Backend übernimmt gegen das eigene Active Directory. Das heißt, Identitäten einmal kombiniert, keine Zusatz-ID für Cloud-Services und also für diesen und für viele weitere. Sehen wir nachher nochmal. Großer Vorteil vom ADFS ist natürlich auch, dass ich keine Anmeldeinformation übertrage, sondern lediglich einen Token. Und das erhöht die ganze Sicherheit natürlich nochmal immens. Okay, jetzt habe ich meine Dienste draußen. Ich möchte das Ganze aber irgendwie ein bisschen gesondert schützen, weil es ist draußen. Ich habe nicht meine Firewalls, ich habe nicht die Möglichkeit, alles über Proxys zu sperren. Und ich habe nun mal den Need, meine Mitarbeiter draußen mit diesen Diensten zu versorgen. Was die Microsoft da hat, zum Schutz von nicht nur Office 365, aber auch von Office 365, ist die Enterprise Mobility Suite. Die gibt es in zwei Paketen im Moment, E3 und E5 Paket. Wir sprechen jetzt hier heute über das E3 Paket, was aus drei Komponenten besteht. Eine Komponente ist ein Mobile Device Management zur Geräteabsicherung oder zur Absicherung von Informationen, die sich auf den Geräten befinden. Wir haben Azure Active Directory Premium, was ein paar Zusatzvorteile, erhöhte SLAs, Software as a Service, Self-Service-Portal und ein Rights Management. Auf die Punkte gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Ich beginne kurz mit AD Premium. Es hat drei Hauptvorteile eigentlich.
Einer der Vorteile ist, ja, SLA ist höher. Wir haben 99,9% Verfügbarkeit, losgelöst von der Office 365 Service-Verfügbarkeit. Was habe ich mit drin? Ich habe ein Self-Service-Portal für Anwendungen, wie wir es hier auf dem Bild auch sehen. Im Moment ist es möglich, über 2700 ist die aktuelle Zahl, Drittanbieteranwendungen mit rein zu integrieren. Was ich jetzt beispielsweise selbst habe, ist ein Wunderlist und ich nutze mein Azure Active Directory Konto, um mich genau da zu authentifizieren. Das heißt, ich habe da kein separates Konto oder verwende auch keine private ID für anderen Service, für Wunderlist, sondern genau diesen Dienst über Azure AD Premium. Ja, da gibt es ja dann noch weitere Schnittstellen für große Anbieter. Facebook ist, glaube ich, mit drin, Twitter ist mit drin, sodass ich da meinen Account zentralisieren kann. Netflix ist mit drin, selbst, was heißt selbst? Salesforce ist einer der großen Provider, die hier mitspielen. Und es erweitert sich stetig. Was habe ich noch mit drin im AD Premium? Multifaktor-Authentifizierung. Wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, viele Leute haben schon mit dem Gedanken gespielt, ihre Anmeldungen an, sei es ein Outlook Web Access, am VPN etc., sicherer zu gestalten. Zwar nicht nur mit Benutzername und Kennwort, sondern mit einem weiteren zweiten Faktor. Und haben ganz schnell die Idee wieder eingestellt, weil es einfach unmöglich teuer ist. In vielen Fällen, also im eigenen Rechenzentrum für die On-Prem-Anwendung MFA-Dienste bereitzustellen, ist nicht nur technisch sehr komplex, sondern auch recht teuer, was das Ganze angeht. Und hier ist wieder der Vorteil an Azure. Es ist ein Dienst, das Ganze ist schon da, es muss nicht noch großartig gekauft oder implementiert werden. Das ganze Programm wird monatlich bezahlt. Und ja, man bucht sich ein, man aktiviert das Ganze und los geht's und ich habe einen Zwei-Faktor-Schutz. Über verschiedenste Möglichkeiten, die ich selbst als Benutzer dann verwenden kann. Ich glaube, später haben wir noch ein bisschen was dazu. Das heißt, der zweite Faktor, wie kann der Ganze ausschauen? Ja, Benutzername, Kennwort. Plus der zweite Faktor, beispielsweise in Form von einer Mobile-App. Die gibt es für alle größeren Smartphone-Plattformen, iOS, Android, Windows. Und was ich da machen kann, ich kriege einfach ein kleines Pop-up, wenn ich mich anmelde, mein Passwort eingegeben habe und muss das noch auf dem Smartphone auf dem zweiten Gerät bestätigen. Das Schöne ist bei dieser Multifaktor-Authentifizierung, man kann Regeln definieren. Was jetzt der Mitarbeiter beispielsweise nicht unbedingt möchte, ist, wenn er in der Firma ist und sich dort anmeldet, dass er eine Anfrage für eine Multifaktor-Authentifizierung bekommt. Da muss das ganze Ding durchlaufen. Das heißt, er meldet sich an, kriegt sein Fenster und kann dann entsprechend arbeiten. Befindet er sich jetzt außerhalb des Unternehmens, dann ist das eine ganz sinnvolle Geschichte. Also wenn wir beispielsweise unterwegs sind und auf unsere Office 365-Umgebung zugreifen, dann wird nur dann, wenn wir außerhalb unseres lokalen Firmennetzwerks sind, die Multifaktor-Authentifizierung angetriggert. Innerhalb der Firma gehen wir davon aus, dass der Mitarbeiter wirklich der Mitarbeiter ist und außerhalb der Firma sichern wir uns einfach nochmal. Ist irgendwie ins Gebäude reingekommen auch. Und außerhalb der Firma sichern wir uns dann entsprechend mit einer Multifaktor-Authentifizierung ab. Genau. Das Ganze geht auch relativ nach Risk-Scores eingestuft. Das heißt, es lässt sich das Benutzerverhalten im Grunde analysieren. Wo befinde ich mich in der Regel? Was ich wahrscheinlich nicht mache, ist, dass ich über irgendeinen mexikanischen Service-Provider, über einen Proxy rauskomme. Wahrscheinlich mit einem Gerät, das ich vorher noch nie verwendet habe. Das kommt einem ein bisschen komisch vor, dieses Verhalten, wenn es mir bei mir passiert. Oder wenn ich innerhalb von 2 Minuten Kontinent wechsle. Irgendwas ist da nicht ganz koscher. Und das ist eine relative Gewichtung, die sich einstellen lässt. Es gibt ein paar Presettings und davon kann man es ebenfalls abhängig machen, von wo Multifaktor und zweiter Faktor erforderlich ist und von wo eben nicht. Ja, zwei weitere Varianten, wie man sich selbst bestätigen kann, seine eigene ID bestätigen kann. Man kann sich anrufen lassen, bestätigt im Anruf mit einer Raute-Taste oder lässt sich einfach eine Textnachricht zustellen, in der ein Code steht, den ich dann eintippen kann, in der entsprechenden Oberfläche. Okay, das war Azure AD Premium. Wir gehen in das Thema Mobile Device Management. Wie kann ich meine Endgeräte absichern, wie kann ich die Informationen auf meinen Endgeräten absichern? Und wichtig hierbei ist, bei Endgeräten reden wir nicht nur von Microsoft Devices, sondern da reden wir eben von eigentlich allen großen Plattformen, die momentan unterwegs sind. Von denen, die eben ja so in der Breite genutzt werden, genau. Richtig.
Eigentlich alles außer BlackBerry, aber es zählt nicht mehr. Ne? Nee, BlackBerry zählt, glaube ich, nicht mehr. Okay. Was kann Intune? Okay, ein paar Klassiker. Die sind relativ unspektakulär im Moment noch, weil wenn jetzt ganz viele sagen, ja, das kann doch auch Exchange Active Sync. Stimmt. Können sie Geräteverschlüsselung erzwingen, PIN-Schutz drauflegen, verschiedene PIN-Richtlinien kann man damit festlegen, ein Vibe vom Telefon kann man machen. Ein Selective Vibe vom Telefon kann man machen, das ist auch nicht schlecht. Und zwar wird durch ein Selective Vibe nur das entfernt, was wirklich der Firma zuzuordnen ist. Zum Beispiel das, was ich in der OneDrive-App oder in meinem entsprechenden ActiveSync-Profil habe. Ja, Rootkit, Jailbreak-Erkennung, Klassiker kann Exchange auch selbst. Es kann noch ein paar Dinge mehr, Microsoft Intune. Zum Beispiel hat es Deployment-Funktionalitäten. Das kann es tun, es kann App Store-Apps per Push-Installation rausbringen, also das, was ich für mich als Firma oder für meine Mitarbeiter vorsehe, was wir verwenden können. Seien das reine Store-Anwendungen oder seien es eben selbstgestrickte Anwendungen. Es mag den einen oder anderen geben, der seine Sales-App beispielsweise selbst programmiert hat und kann die entsprechenden Files, iOS beispielsweise ein IPA-File, einfach hochladen, von dort aus distribuieren. VPN-Profile lassen sich zentral vorgeben, WLAN-Profile lassen sich zentral vorgeben. Zertifikate. Es gibt einen Certificate-Connector. Also wir sind ja hier in einem Cloud-Service. Was es gibt bei vielen Cloud-Services von der Microsoft ist ein lokaler Connector, den man auf irgendeine Maschine installieren kann, der im LAN dann connect zur eigenen Infrastruktur. Im Fall vom Certificate-Connector ist ein kleiner Dienst, der braucht nur eine ausgehende Verbindung zu Microsoft Online. Der handhabt für mich das komplette Zertifikat-Enrollment über die eigene PKI. Ist der Kern der Sache, die PKI habe ich nämlich selbst. Die Geräte habe ich draußen, ich nutze einen Cloud-Service zur Verwaltung und über den Connector kann ich nach innen kommunizieren sozusagen, also von innen nach außen kommunizieren und auch die eigenen PKI-Zertifikate austeilen. Ja, okay, und was man eben noch so erwartet, ActiveSync-Profile kann ich festlegen. Es kommt ein Ansatz zum Thema, ich habe davon gesprochen, man kann das Gerät schützen, man kann aber auch Informationen schützen, die man auf diesen Geräten hat. Und da kommt dieses Thema Managed Apps mit ins Spiel. Was ist eine Managed App? Das sind Apps, die Microsoft selbst bereitstellt, die einige der Microsoft-Partner bereitstellen, die sich zentral verwalten lassen. Und zwar in Form von Containern. Also wir nehmen einen Container, wir nehmen ein paar Anwendungen und stufen die da rein in diesen Container. Wir haben ein Outlook beispielsweise, die Outlook-App haben wir da drin, wir haben die OneDrive-App da drin. Nehmen wir einfach genau dieses Beispiel, Outlook und OneDrive. Jetzt gehe ich ins Outlook rein und was ich normalerweise ja tun kann ohne bestimmten Containerschutz ist, ich habe hier einen E-Mail-Anhang und lade den in mein privates Dropbox hoch. Das ist so ein klassisches Szenario, wird gerne gemacht, weil die Firma bietet mir ja nichts derartiges. Was Managed Apps jetzt wieder können, ich mache die OneDrive-App rein und ich mache die Outlook-App rein und ich kann regulieren, okay, alles, was mein Firmenkonto beinhaltet, kann aus diesem Outlook beispielsweise rausbewegt werden in eine andere Managed-App. Zum Beispiel, also gleiches Beispiel, ich habe den Anhang wieder, ich werde nicht in privates OneDrive meinen Anhang hochladen können, ich werde aber sehr wohl in mein OneDrive for Business, das mir die Firma bereitstellt, dort wieder die Anhänge hochladen können. Also man spannt um die Unternehmensinformationen Container und hat die Möglichkeit zu regulieren, was darf da eigentlich rein und was darf da eigentlich raus. Das heißt, wir verlassen einfach den klassischen Schutz. Wir definieren Bereiche und definieren, welche Information darf sich von welchem Bereich in einen anderen Bereich bewegen. Damit können wir vermeiden, dass geschäftliche Informationen in Facebook landen beispielsweise oder geschäftliche Informationen in einem privaten E-Mail-Account landen. Das ist der ganz große Vorteil von dem Bereich, was Managed Apps angeht. Ja, also ich habe schon viele Ansätze zum Thema Mobile Device Management oder Application Management gesehen. Und so ein typisches Beispiel ist, naja, wieder was Produktivitätshemmendes. Ich mache eine Art Whitelisting für Apps. Ja. Also meine Mitarbeiter dürfen, also die haben keinen Store-Zugriff beispielsweise. Ich darf mir da nichts installieren. Ich darf nicht mit meinem eigenen Wunderlist arbeiten. Was im Bring Your Own Device-Szenario irgendwie, naja, ein schlechtes Szenario ist. Diese Mitarbeiter werden ihr Handy nicht für die Arbeit nutzen. Und auch nicht für ihr Unternehmen nutzen. Blacklisting, Whitelisting, ja, Sperren, Verbieten, die klassischen Ansätze, die man nun mal so kennt, ist mit Managed Apps nicht nötig.
Ist überhaupt nicht nötig. Wenn ich dafür sorgen kann, dass die Unternehmensinformationen geschützt sind, dann können da Spiele drauf installiert sein, wie sie sein wollen. Ich denke, das wird sich vom Benutzerverhalten her sonst nicht ändern. Wahrscheinlich durch den Ansatz her werden die Leute produktiver, weil sie keine Einschränkungen im privaten Umfeld haben. Und eben in der Mittagspause haben wir ja die Spiele spielen können, meinetwegen. Ja, und sie werden ihre privaten Devices bringen, werden sie an die Umgebung anschließen. Auch schon aufgesehen, dann sind sie mit zwei Handys unterwegs. Ja. Gut. Ja, wie kann ich das zusätzlich schützen? Wenn ich in eine Managed App rein will, ich kann PIN-Schutz da nochmal separat drauflegen, also zusätzlich zum Geräte-PIN, oder ich kann es vielleicht auch komplett ersetzen. Bring your own device, wenn jemand keine Geräte-PIN haben will, braucht er sie nicht unbedingt haben, solange mit der PIN meine Unternehmensinformationen geschützt sind. Und was Intune noch mitbringt, ist ein Managed Browser für den Fall, dass ich alles abriegle und ja mal einen Link in der E-Mail habe beispielsweise nicht öffnen möchte, dann gibt mir Microsoft Edge oder ein Safari meinetwegen auf. In dem Fall eben nicht. Es ist ein Managed Browser integriert, der mit in diesem Container drin sein kann, der ja ein volles Übertragen, Copy-Paste etc. innerhalb der Managed Apps wieder ermöglicht, aber nicht außerhalb, nicht mit dem werkseitig installierten Browser, den die entsprechende Plattform bereitstellt. Cooles Feature dieses Managed Apps. Denk, da können sich einige was davon abschneiden. Da haben wir noch einen Punkt, wie kann ich denn das Ganze erzwingen? Ich meine, ActiveSync kann ich mir ohne weiteres einrichten. Erstmal im ersten Moment. Mein OneDrive for Business ist auch im ersten Moment eine Standardeinstellung. Ich kann einfach die App nehmen, die konfigurieren, mich anmelden und habe diesen Schutz erstmal nicht. Und es käme auch keiner auf die Idee, bei einem Bring Your Own Device Gerät wahrscheinlich, sich in ein Mobile Device Management reinzusetzen. Warum denn auch? Es geht doch alles. Der Dienst ist ja da und frei verfügbar. Conditional Access ist das Thema, wie kann ich erzwingen oder wie kann ich als Unternehmen regulieren, wer eigentlich diese Dienste oder diese Apps nutzen kann. Und ja, was ist das? Sobald es aktiviert ist, wird der Benutzer aufgefordert, wenn er das nächste Mal seine E-Mail synchronisiert oder sein OneDrive öffnet, sich doch bitte in Intune zu registrieren mit seinem Azure Active Directory Konto. Um die Richtlinien sicherzustellen, dafür zu sorgen, dass alles compliant ist zu dem, was ich entsprechend an Regeln vorgebe. Und erst dann kann ich aufgrund dieser Bedingungen, ich bin im Mobile Device Management, auch auf die Cloud Services zugreifen. Gut, okay. Der Schutz der Informationen wäre das nächste Thema. Das eigentlich Wertschöpfende bzw. das eigentlich Wichtige eines Unternehmens sind Informationen. Und gerade im Bereich der Informationen braucht man spezielle Mechanismen, um genau diese Informationen zu schützen. Bisher war es so, oder lange Zeit war es so, so muss man es eigentlich sagen, dass Dateischutz NTFS die Methode war, wie man Dateien geschützt hat. Man hat die irgendwo auf dem File-Server abgelegt und hat dann dort eine NTFS-Berechtigung draufgelegt. War eine ganz gute Geschichte, hat allerdings ein paar Nachteile. NTFS-Schutz ist ja nicht durchgängig. Wir stellen uns vor, wir machen ein Backup, wir verschicken die Datei per Mail, wir bewegen die von einem Speicherort auf den anderen Speicherort. Ab diesem Zeitpunkt sind meine NTFS-Berechtigungen nicht mehr relevant, beziehungsweise teilweise sogar ganz weg. Das heißt, Dateischutz ist heute eigentlich nicht, ist gut, ist wichtig, aber ist eigentlich nicht mehr up-to-date. Und wir haben jetzt mit Diensten, die uns Microsoft schon seit längerem anbietet, nämlich dem Informationsschutz, eine Möglichkeit, eine durchgängige Sicherheit zu bieten. Was tun wir? Wir schützen nicht mehr die Datei, sondern wir schützen den Inhalt, die Information, die sich innerhalb von dieser Datei befindet. Das heißt, wir definieren, was darf mit dem Inhalt passieren und nicht, was darf mit der Datei passieren. Microsoft hat vor vielen, vielen Jahren ADRMS uns geboten, um hier entsprechenden Schutz für die Informationen zu liefern. Die Problematik beim ursprünglichen RMS war aber, dass sobald Informationen aus dem Unternehmen rausgingen, das heißt, ich habe mit Kunden, mit Lieferanten kommuniziert, war es sehr komplex, dass man da einen übergreifenden Schutz einrichten konnte. Mit den neuen Technologien, die uns Microsoft bietet, nämlich
Azure Information Protection oder Azure RMS sieht es so aus, dass wir eine zentralisierte Plattform nutzen, nämlich im Azure, über die wir unsere Informationen schützen können. Da jeder Zugriff hat auf dieses Azure, ist es grundsätzlich möglich, dass ich auch sehr einfach firmenübergreifend Informationen sichern und eben auch freigeben kann. So können wir beispielsweise unseren Kunden ihre Dokumentationen geschützt zukommen lassen und sicherstellen, dass keiner, der unberechtigt ist, mit diesen Informationen arbeiten kann oder diese eben missbrauchen kann. Um das ein bisschen einfacher zu machen, geht Microsoft hin und sagt, wir bieten hier Vorlagen, die von einem Administrator entsprechend vorkonfiguriert werden können, um eben den Mitarbeitern zum einen den Schutz zu vereinfachen oder um auch wirklich hinzugehen und Automatismen anzubieten. Ich lege eine Information in einen SharePoint und diese Information wird sofort über RMS geschützt. Ich lege eine Information auf einen File-Server, diese Information wird sofort mit RMS geschützt. Das heißt, die Information wird hier abgesichert. Da werden wir gleich noch eine kleine Demo sehen, da zeige ich, wie das funktioniert. Ist eine sehr einfache und sehr schöne Geschichte. Die Frage, die man sich ja hier stellen muss, ist, warum nutzen User zum Großteil diese Sicherheitsmechanismen nicht. Also es gibt da mehrere Gründe, warum sie das nicht tun. Zum einen, es ist zu komplex. Der User muss sehr häufig klicken, muss einen sehr komplizierten Weg nutzen, um die Informationen zu schützen. Oder sie wissen es nicht besser. Oder sie umgehen es ganz bewusst. Das sind so Varianten, die wir haben. Und über diese Vorlagen hat der Benutzer die Möglichkeit, das sehr einfach einzusetzen und vielleicht sogar, wenn es der Administrator vorsieht, auch transparent einzusetzen, sodass es der User gar nicht mehr sieht, beziehungsweise da gar nichts mehr konfigurieren muss. Über dieses Azure RMS, was wir hier haben, werden wie gesagt Vorlagen gelegt, die ein Benutzer dann auswählen kann. Es integriert sich vollständig in den Explorer bzw. in die Office-Pakete und wir sehen jetzt hier im unteren Bereich, sieht man das? Ne, sieht man nicht, dass ich beispielsweise über Word oder über Excel direkt den Zugriff einschränken kann und dort kann ich dann eben auf diese Vorlagen zurückgreifen. Was wir nachher noch sehen werden, ich werde es zeigen, es gibt auch einen Client, den Microsoft zusätzlich bietet für Azure RMS. Damit habe ich die Möglichkeit, alles das zu tun, was ich auch im Word beispielsweise oder im Office-Paket machen kann, plus noch ein bisschen mehr. Ich könnte beispielsweise hingehen und die Nutzung meiner Information tracken. Ich sehe damit, wer öffnet wann, von wo mein Dokument und wie verhält sich dieser Kollege da damit? Also bearbeitet er das beispielsweise, öffnet er das ausschließlich oder hat er versucht, es zu öffnen, durfte es aber nicht. Und ich kann auch Dokumente ablaufen lassen. Typisches Beispiel für Dokumente, die ablaufen, sind zum Beispiel Preislisten. Ich gebe eine Preisliste nach draußen. Ich weiß im Vorfeld, meine Preisliste ändert sich alle 6 Monate. Und dann kann ich hingehen und kann sagen, das Dokument läuft in 6 Monaten ab, kann dann nicht mehr geöffnet werden und dann gibt es eine neue Preisliste. Oder ein Remote-Wipen von Dokumenten. Auch das ist ein ganz guter Mechanismus, den wir hier mit drin haben. Wenn ich sehe, ein Dokument öffnet sich jetzt in München und 2 Minuten später ist der gleiche Benutzer irgendwo im Ausland unterwegs und versucht diesen genau in Nordkorea beispielsweise, da muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie kommt er so schnell darüber? Und dann bin ich in der Lage und kann dieses Dokument löschen. Also was wir hier sehen, diesem Bild, ist zum einen das Tracking. Ich sehe, das Dokument wurde 50 Mal geöffnet, 62 Mal wurde hier das ein Deny, der hier durchgeführt wurde. Und auf dem rechten Bild sehe ich auch, wo dieses Dokument geöffnet wurde. Das heißt, hier eine schöne Möglichkeit, um die Nutzung meiner Information, weil es ist ja weiterhin meine Information, um die nachzuvollziehen. Und unten haben wir dann eben einen Button, mit dem ich das Ganze auch wipen, löschen kann, sodass die Information gar nicht mehr zur Verfügung steht. Und genau das möchten wir jetzt mal kurz vorstellen. Wie funktioniert das? Wie einfach kann man hier in dem Bereich arbeiten? Wir haben hier noch nichts vorbereitet, aber wir haben zumindest mal ein Word offen. Hier. Was wir hier machen, wir haben hier ein ganz normales Word-Dokument und wir werden das mit einer Information versehen. Secured with RMS. Und was uns hier auffällt, wir haben hier im oberen Bereich ein Icon, das ist der Azure RMS Client und wir können hier über Datei
Dokument schützen, den Zugriff einschränken. Was wir hier jetzt sehen, sind die Vorlagen, die wir definiert haben. Es gibt hier eine RMS Read-Only oder eben hier eingeschränkter Zugriff. Wir könnten jetzt hier hingehen und könnten sagen, wir nutzen Cloud Riders vertraulich. Auf den ersten Blick sieht man hier, aha, es wurde geschützt, nur Ansicht. Hier handelt es sich um eine geschützte Information. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, gibt es hier im oberen Bereich eben nochmal einen kleinen Balken, wo wir eben sehen, welche Berechtigungen wir haben. Da ich diese Information erstellt habe, bin ich Eigentümer und habe damit eben Vollzugriff. Da gehe ich jetzt mal hin und speichere diese Information. Moment. Speichern runter und lege die hier mal in meine OneDrive ab. Secured with RMS und sage Speichern. So, erste Variante. Eine zweite Variante, die ich zur Verfügung habe. Ich mache jetzt mal noch ein zweites Dokument. Gehe hier in mein Cloud Riders und nenne dieses Dokument. Werfdokument. Haben wir es? Da. Einfach mal Secure 2. Und was wir jetzt feststellen, wenn ich hier einen Rechtsklick drauf mache auf dieses Dokument, dann taucht hier mein Plugin auf und ich kann dieses Dokument geschützt freigeben. Klicke hier drauf und jetzt startet dieses Plugin. Für welchen Benutzer möchte ich das Ganze machen? Ich gehe jetzt hier hin und sage, okay. Für mich bitte. Für dich, okay, wunderbar. CloudRiders.de. Er soll das bitte nur sehen. Ich möchte einen sofortigen Widerruf ermöglichen und ich möchte eine E-Mail haben, wenn das Dokument geöffnet wird. Und jetzt schicke ich das Ganze. So, was in diesem Moment passiert, er überträgt die Information der Berechtigung an Microsoft. Das Ganze basiert auf der E-Mail-Adresse. Das Dokument wird zu keinem Moment übertragen, sondern ausschließlich die Berechtigungsinformation wird von A nach B übertragen, dort entsprechend verpackt und wieder zum zurückgesendet. Was wir jetzt hier sehen, ich bekomme hier eine E-Mail und in dieser E-Mail befindet sich mein Dokument in zweifacher Ausfertigung, nämlich einmal als DocX und einmal als Protected PDF. Nicht jeder hat unter Umständen ein Office und deshalb gibt es hier noch ein entsprechendes geschütztes PDF. Wenn der Gegenüber jetzt kein Azure nutzt, weil er das beispielsweise noch nicht bei sich im Portfolio hat, dann hat er die Möglichkeit, sich einen temporären Account zu erstellen, um diese Information lesen zu können. Das bedeutet, auch wenn der Kollege oder der Empfänger dieser Information kein RMS zum derzeitigen Zeitpunkt besitzt, kann er diese Information lesen. So, jetzt habe ich das hier im Cloud Riders abgelegt. Dieses Dokument, das Secure 2, habe ich per E-Mail verschickt. Und dieses Dokument, Secured with RMS, das gebe ich jetzt noch frei. Ich gehe hin und sage freigeben. Und ich möchte das freigeben auch wieder an dich. Oh, gerne. Ja. Kirchenbauer, wo haben wir ihn? Bitte schön. Und hier sage ich jetzt ganz bewusst, er kann es bearbeiten, kann es nicht nur anzeigen. Und an bei das Dokument. Oh, dann gehe ich hin und sage einmal freigeben. Und damit sollte der Herr Kirchenbauer jetzt zwei Dokumente haben. Bitte, einmal tauschen. Einmal tauschen. So, ich bin ich. Ich wechsle auf mein Konto rüber. In Erwartung der Information von Daniel, die ich jetzt per E-Mail bekomme, in zwei Varianten. Variante Nummer 1, die Sache mit dem Anhang, haben wir gerade eben gesehen, den ich jetzt mal öffnen werde. Ich habe bereits ein RMS-Konto. Also du hast natürlich keinen Inhalt reingenommen. Das ist das vollständige Dokument. Das ist das sichere Dokument. Ja, in dem auch nichts drin ist. In der Berechtigungsanzeige, wenn ich jetzt schaue, was ich darf, ist, ja, ich kann es mir angucken. Also wäre jetzt hier ein Text, ich könnte den sehen. Was ich damit jetzt nicht machen kann, ist beispielsweise, ich könnte es nicht drucken. Ja. Können wir uns ja nachher beim anderen Dokument anschauen. Oder ich darf es ja nur ansehen, keinen Screenshot machen.
oder Ähnliches im anderen. Anderen Dokument, das können wir uns auch noch kurz anschauen. Das ist der OneDrive-Link. Das ist eigentlich die schönere Variante. Weshalb? Weil die Datei nur an einer einzigen Stelle liegt und nicht an mehreren. So. Und mein Link. Mein Browser öffnet sich nicht. Machen wir manuell auf? Ah. Nein. Öffnet sich nicht. Okay. Was passiert wäre? Was passiert wäre? Ist, ja, mein Browser hätte sich geöffnet. Ich hätte mich in mein Office 365 Webportal eingeloggt. Oder in das Office 365 Webportal, hätte mich dort authentifiziert. Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und hätte von dort das Dokument dann geöffnet. Das Dokument, das bei Daniel in OneDrive liegt, und hätte genau dort die geschützten Informationen sehen können. Gut, was ist jetzt passiert, während das Dokument einmal geöffnet wurde? Ich gehe wieder in meinen Account. Und wir sollten jetzt feststellen, dass dieser Öffnungsversuch, beziehungsweise das Öffnen grundsätzlich, bei mir protokolliert wurde. Sieht hier, der Zugriff wurde erteilt an diesen User um diese Uhrzeit. Und ich kann jetzt hier über die Nachverfolgung, bei mir geht der Browser im Übrigen. Schön. Sehr schön. Nachvollziehen, was passiert ist. Ich sehe also, es wurde einmal angezeigt, es wurde nicht verweigert. Habe hier eine Zeitachse, die natürlich jetzt sehr eingeschränkt kurz ist. Kurz. Und eine Karte, wo dieses Dokument geöffnet wurde. Das ist im Prinzip die Folie, die wir vorher gesehen haben, wo man jetzt eben sehr genau nachvollziehen kann, was wurde entsprechend mit diesem Dokument gemacht. Ich kann jetzt jederzeit den Zugriff widerrufen. Damit ist das Dokument nicht mehr öffentlich und die Information ist jetzt wirklich entsprechend gesichert. Nur ich komme noch dran und keiner der externen Benutzer ist mehr in der Lage, hier damit zu arbeiten. Das ist RMS. Eine sehr, sehr hübsche Geschichte. Und wie gesagt, der ganz große Vorteil dabei ist, dass es eben auch funktioniert, wenn der Gegenüber kein Azure-Kunde ist. Wir werden hier mit einem temporären Account ausgestattet, sodass wir eben die Möglichkeit haben, jederzeit auf dieses Dokument zuzugreifen und zu lesen. Jetzt ist es aber so, oder es ist nach wie vor so, dass viele, viele Anwendungen on-premise liegen. Also wir beispielsweise haben nach wie vor natürlich File-Server, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch. Wir haben unser CRM-System immer noch on-premise, wir haben unser Ticketsystem zum Großteil noch on-premise, haben aber trotzdem den Need, mit diesen Informationen zu arbeiten. Das bedeutet, On-Premise-Zugriffe sind nach wie vor notwendig. Sei es für unser SAP, das irgendwo liegt, sei es für unsere Print-Server, sei es für unsere File-Services. Nach wie vor ist der Zugriff in die klassische On-Prem-Welt notwendig. Und hier sieht es so aus, dass viele, viele Unternehmen noch mit alten, in Anführungszeichen, Technologien arbeiten. Viele von Ihnen werden dieses Icon kennen, das wir auf dem Desktop haben, wo VPN-Zugriff ins Unternehmen draufsteht. Dass Sie dann doppelklicken, dort werden Sie dann Ihr Kennwort eingeben und dann bekommen Sie irgendwann mal ein VPN, mit dem Sie dann auf Ihre Business-Anwendungen oder Ihre Daten zugreifen können. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Wir nutzen eine Technologie schon seit vielen Jahren, die nennt sich Direct Access. Direct Access hat gegenüber zum klassischen VPN sehr viele Vorteile. Einer der größten Vorteile ist, dass der User keinen Eingriff mehr machen muss. Bei einem klassischen VPN sieht es ja so aus, dass der User einen Doppelklick drauf macht, dass sich das VPN öffnet, dass er sich entsprechend einwählt. Wenn es gut läuft mit seinem zweiten Konto, und zwar seinem VPN-Benutzer. Genau. Über irgendwelche diversen Ports, die dann in den klassischen Umgebungen, wie zum Beispiel Hotel, halt einfach nicht zugelassen sind, weil es meistens geht ja innerhalb vom Hotel halt HTTP und HTTPS. Und dann wird es halt am IKE oder am GAE oder irgendetwas scheitern, sodass dann das klassische traditionelle VPN halt einfach nicht funktioniert.
Client ist notwendig, der zusätzlich ausgerollt, der zusätzlich gepflegt werden muss und, und. Bei Direct Access ist es so, dass ich den Rechner einzig und allein anschalte. Das heißt, ich fahre den hoch, der erkennt, oh, ich habe Internet, und sobald er Internet erkennt, macht er eine automatische Verbindung zum Unternehmensnetzwerk. Das Ganze läuft dann über Port 443, also HTTPS, der ja klassischerweise durchgereicht wird, und der Connect passiert bereits vor der User-Authentifizierung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der Client-Computer fertig gestartet ist, wurden bereits Gruppenrichtlinien abgearbeitet. Da wurden bereits die Einstellungen gesetzt, zertifikatsbasierte Authentifizierung durchgeführt und natürlich, wenn ich das wünsche, auch eine Multifaktor-Authentifizierung, die ich dort noch zusätzlich hinterlegen kann. Dann geht mein User hin, meldet sich an, und dann werden alle Gruppenrichtlinien abgearbeitet für den Benutzer. Software wird verteilt, Updates werden installiert, wenn ich das möchte, sodass ich zu jedem Zeitpunkt eine volle Kontrolle habe. Sperre ich das Konto im Active Directory, dann ist auch das Konto entsprechend gesperrt beim User. Das heißt, der User kann sich nicht mehr anmelden oder das Gerät kann sich nicht mehr entsprechend anmelden, und das Ganze komplett ohne User-Eingriff. So arbeiten wir mit unseren klassischen, traditionellen Dateiablageorten, die wir haben. Und damit ja, sehr wenig User-Impact, muss man sagen. Ist eine sehr schöne Geschichte. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Haben uns ja vorhin mal ganz kurz drüber unterhalten. Wir müssen nach wie vor monitoren. Das Beispiel, was der Matthias gebracht hat, der Benutzer bewegt sich innerhalb von 2 Minuten von München nach, ich weiß gar nicht, wo er war. Nordkorea. Nordkorea, genau, also ziemlich schnell unterwegs. Solche Dinge müssen wir abfangen, müssen wir erkennen, weil das ganz klar klassisch so nicht möglich ist. Häufig ist es so, dass ein Angriff gar nicht mit einer Brute-Force-Attacke ausgeführt wird oder Passwort probieren oder was da so alles gibt. Angriffe erfolgen häufig über legitime Accounts von vertrauenswürdigen Endgeräten. Das heißt, dieses Gerät greift in meiner Infrastruktur auf Dinge zu mit einem Account, den es vielleicht sogar noch gibt. Vorgehensweise hier ist eigentlich immer dieselbe. Unser System wird über Malware infiziert. User-Zugangsdaten werden gehackt. Die Accounts werden, oder die Berechtigungen werden erweitert. Dann werden zusätzliche Zugriffe gemacht, und so wird sich dann einfach von einem normalen Benutzerkonto hochgehangelt bis zu einem Domänenadministrator. Eins ist sicher, das ist ein anormales Verhalten. Keiner der normalen Benutzer geht hin und macht ein RDP auf meinen File-Server oder auf meine Datenbank oder zieht sich oder versucht sich eine Kopie der Datenbank zu ziehen. Und dieses anormale Verhalten muss erkannt werden. Hier gibt es unterschiedliche Varianten. Zum einen haben wir cloud-basierte Lösungen. Cloud-basierte Lösungen, Security und Compliance, was beim Office 365 grundsätzlich mit dabei ist, ermöglicht mir Richtlinien für Reaktionen auf bestimmte Aktionen festzulegen. Also kann da Aktivitätsrichtlinien definieren. Zum Beispiel ein Admin versucht wiederholt, sich von einer nicht administrativen IP, Nordkorea, an mein System innerhalb der Cloud anzumelden. Dann kann ich hingehen und kann sagen, was passiert denn, wenn so etwas entdeckt wird. Könnte zum Beispiel hingehen und könnte sagen, dann sperre ich das Konto oder dann schicke ich eine Nachricht an mein Überwachungssystem, sodass ich eben hier relativ deutlich sehe, welcher Benutzer ist momentan mit welcher Aktion beschäftigt. Da haben wir mal ein Beispiel in den Folien. Hier war es so, dass ein Kollege innerhalb kürzester Zeit den Ort gewechselt hat. Was ist passiert? Er hat einen VPN aufgemacht nach Norwegen und hat sich dann von dort versucht anzumelden am Office 365. Und es gab natürlich entsprechend sofort eine Meldung. Das ist eine cloud-basierte Lösung, die wir hier haben. Wir haben noch eine zweite Variante. Auch die setzen wir selber ein, nämlich Microsoft ATA. ATA untersucht Aktivitäten von Usern und Systemen im Active Directory. Das bedeutet, hier kann ich beispielsweise ungewöhnliche Arbeitszeiten, ungewöhnliche Zugriffe, Mehrfachanmeldung, wie kann es sein, dass der User sich an 2 Computern gleichzeitig anmeldet, abfangen und entsprechend melden oder darauf reagieren. Ich erkenne hier Angriffe, Brute-Force-Attacken, Pass-the-Ticket-Attacken, also hier wirklich die Möglichkeit, ungewöhnliches Verhalten
zu erkennen, aufzudecken und dann entsprechend darauf zu reagieren. Des Weiteren geht das ATAN noch ein Stück weiter. Es werden Sicherheitslücken erkannt. Beispielsweise werden Konten über LDAP anstatt über LDAP-S übertragen, sodass wir hier nochmal zusätzliche Fehlkonfigurationen von Systemen und Protokollen aufdecken können. Ein drittes Tool, das wir hier zur Verfügung haben, mit dem wir arbeiten können, ist OMS. OMS Operation Management Suite bietet uns ein Dashboard, welches für eine Hybrid Cloud, und zwar wirklich eine große Umgebung, uns hier die Möglichkeit bietet, das Ganze grafisch anzuzeigen. Hier geht es nicht nur um Security, sondern hier geht es eben auch um Konfigurationsfehler, Konfigurationsschwächen, die hier innerhalb von Best Practices, genau. Man kann sich relativ tief reinklicken über diese Dashboards, um zu sehen, ja, wo habe ich nicht die beste, die idealste Konfiguration für meinen Dienst gemacht, wie mein Microsoft Exchange, wo stimmt was nicht, wo ist im SQL was nicht in Ordnung, wo habe ich bei den Domain-Controllern mich nicht an bestimmte Dinge gehalten, die mir ein reibungsfreies Betreiben von der IT-Infrastruktur ermöglichen. Genau, und das Interessante ist eben hier, das ist im Prinzip nur Laufwand, das ist ein kleiner Agent, der installiert wird, ausgerollt wird und schon werden alle Informationen einfach gesammelt und wie von Zauberhand an Microsoft übertragen, um dort visualisiert werden zu können. Das heißt, wir haben jetzt drei Tools, einmal rein der Schutz unserer Cloud-Infrastruktur, einmal rein der Schutz unserer On-Premise-Infrastruktur und dann eben mit dem OMS noch die Möglichkeit, das Ganze über die komplette Hybrid-Cloud darüber zu ziehen. Gut. Wir wären damit mit unserem Thema durch. Ich hoffe, es waren ein paar informative Minuten, die Sie mit uns hatten. Wir stehen jetzt noch eine Viertelstunde für Fragen und Antworten, auf jeden Fall online im Chat zur Verfügung. Bedanken uns und wünschen einen schönen Tag.